Das hier ist vom 1. April. So ein Prank-Pack. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas kann, aber ich habe es mir aufgespart. Das kann was. Es kann. Bonucci. 87er Inform. Walkout. Nehmt mal mit. Da kann doch was Gutes hinter sein, hoffentlich. Ist aber nicht. Aber hier müssen wir ein Team für Season drin ziehen. Muss. Wenn nicht, dann. Weiß ich nicht. Okay, das ist ein absoluter Reinfall. Ein 85er, 85 Plus Pack. Zwei seltene Spieler, 86 Plus. Ey, das kann doch nicht sein, bitte. Team of the Season, perfekt. Alisson? Alisson? 95er, Alisson. Nice. Da kann noch ein Jota hinter sein, da kann noch jeder dahinter sein. Ey, sick. Kade ist einfach krank, dass sie dem einen uns Tempo gegeben haben, ist heftig. Zwei Team of the Season, Alter, Caden auch noch. Die Kade ist auch sick, kann man gar nicht linken, aber Junge, dieses Pack ist gut. Das gleiche sehen wir es hoffentlich hier nochmal mit Ronaldo am Anfang. Es ist so alt, das Pack aus März oder so. Komm schon, bitte. Oh mein Gott. Es ist kein Team of the Season. Ey, ich fahre noch nie so gebrochen. Es ist Zeit für das Beste, was ich jemals hätte ziehen können, vielleicht. Denn ich habe. Okay, diesen Player Pack hier, Squad Battles, der ist eigentlich nichts Besonderes. Aber dann diesen hier. Und der könnte richtig, richtig krass werden. Aber wir fangen ganz entspannt an. Aber ja, Raum ist völlig fein. Nehmen wir. Wir könnten Ronaldo ziehen. Wir könnten Salah ziehen. Wir könnten Son ziehen. Irgendwie, ich traue mich nicht. Aber ich. Okay, komm, es ist soweit. Das ist etwas enttäuschend. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wen ich nehmen soll. Aber ich glaube, ich nehme Trent mit. Das sollte auch am meisten wert sein, glaube ich. Ja, 150k. Okay, das war etwas enttäuschend, leider. Mal ein 82 Plus Spieler. Mit den beiden Packs. Das Ergebnis wird eh in die Ronaldo SBC gehen. Insofern. Also ich hoffe mal, dass ich ein paar gute Spieler ziehe. Wir haben noch ganz viele Packs, die ziehe ich aber allerdings erst zum Ultimate Team of the Season, glaube ich. Wird noch ganz gut. Aber wo haben wir die jetzt? Wir starten erstmal entspannt rein mit Demos Squad Battles. Das habe ich noch nicht geöffnet. Kann eh nichts Gutes drin sein, aber vielleicht. Interessanter Spieler, das ist Alioski, das ist ja. Ne? Ich muss sagen, Alioski, hat mir immer gut gefallen eigentlich bei den Spielen noch gegen Deutschland, bei der EM. Schade, dass er so eine Liga gewechselt ist. Hier haben wir die beiden. Ich bin gespannt. Also ich finde, wir müssen eigentlich einen beiden Team of the Season ziehen. Alles andere wäre großer Quatsch. Selbst wenn nicht, wenigstens ganz viele High-Rated-Spieler. Puh. Okay. Ich bin etwas nervös. Und wir haben direkt ein Team of the Season. Perfekt. Keine Ahnung, wer bist du? Wischka. Okay. Das ist einer der besten aus dem türkischen Team of the Season. Sehr spielbare Karte. Okay. Das ist gut. Bin ich zufrieden mit. Wenn es hier hinter noch ganz viel Futter und so ist. Top Pack. Zwei. Mendisch. Ui.
auch eine krasse Karte. Ich glaube 100k oder so. Oder 120, 140. Ja, 150 sogar. Das ist big. Delore SBC-Futter, nice. Okay, high-rated, leider gar nicht drin. Aber zwei Teams des Season, die beide sehr spielbar sind. Dieser Blick von Livakovic ist echt erschrocken. Bezogen auf Tots war das Team nicht gut. Allerdings fehlt mir die High-Rated-Spieler. Hier muss es, also ich bin schon zufrieden. Das war ein gutes Pick eigentlich. Aber hier muss doch bitte noch, sagen wir, ein Ben Yedder und dahinter noch 2, 3, 4, 88 plus Spieler. Das ist Wieland Tots, perfekt. Frankreich. Ah, Lafont. Ah, ist okay. Da kann zwar noch, es kann auch ein Fofana dahinter sein. Es kann auch einiges hinter sein. Ist natürlich nicht wirklich was wert, aber hoffen wir mal, dass jemand Gutes hinter ist. Und Ter Stegen, Lukaku, Rating, noch einen weiteren Tots, Bastoni in Form, perfekt. Ja, könnten ein paar mehr High-Rated-Spieler sein, aber das ist gut. Das ist definitiv okay. Ich könnte gebrochener sein nach den Picks. Ich meine, klar, die Team of the Season ist nicht krass, die wir gezogen haben. Das tut irgendwie wie so viele High-Rated-Spieler abzustoßen.